Mit der Maverick 1000 XDS Turbo hat Can-Am als erster Hersteller ein Side-by-Side mit aufgeladenem V2-Triebwerk auf die Räder gestellt. Dabei ist es nicht einmal die Höchstleistung von ursprünglich 121 und mittlerweile 131 PS, die begeistert, sondern die Art und Weise, wie der Racer bereits aus niedrigen Drehzahlen nach vorne katapultiert wird. Gemeinsam mit Parton Powersports hat Christian Barfuß eine Sicherheitszelle für die Maverick Turbo entwickelt, die dem FIA-Reglement entspricht. Bei Maverick 1000 Turbo ist wesentlich aggressiver und schöner zu dosieren als bei einem normalen Sattel. Dosierbare Leistung im Überfluss, zuschaltbarer Allradantrieb, auf Wunsch eine Servolenkung und ein Fahrwerk mit riesigen Federwegen haben ihren Preis. Knapp 27.000 Euro müssen für den Spaßmacher auf den Tresen gelegt werden.